Mädels, ich bin jetzt im Garten von diesem hohen Kobold, ja? Aber ich verstehe nicht, warum ich als Einzige die Mutprobe machen muss. Schanique kann doch... Halt doch selber die Fresse! Ja, ich gehe jetzt rein, ich spreche jetzt ein. Ja, hatte, tschüss. Scheiße. Entweder ist der Direktor wach geworden, oder die Polizei ist da und hat rausbekommen, dass ich illegal Bibi und Tina auf dem Reiterhof runtergeladen habe. Mädels, es gibt Probleme. Wir sehen uns morgen früh um 11 beim Vorsaufen, ja? Schön mit Öl. Ich hab den Film nicht illegal runtergeladen. Das war mein kleiner Bruder Sandro. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Ich kack ab. Ich muss hier weg. Herr Direktor? Geil, eine Birne, ey. Was ist denn das? Lexa? Sandra! Scheiße, da wäre mir ein Mörder lieber gewesen. Was machst du denn hier? Ich mache hier ein Praktikum. Und du? Ich bin die Tochter vom Direktor. Was? Nicht so laut. Was? Aber wenn du hier ein Praktikum machst, ne? Wieso kommst du dann nachts hier reingeschlichen? Ach, weißt du, Sandra, es gibt gewisse Dinge, die Grundschulkinder in deinem Alter noch nicht wissen sollten. Verstehst du? Ah, ich bin kein kleines Kind mehr, Lexa. Ich weiß, wo die Babys herkommen. Von Amazon. Genau. Und ich muss hier noch was klären, verstehst du? Du bist hier eingebrochen, oder? Bingo, 100 Punkte. Also, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich bin auch nicht wirklich die Mutter von der Tochter, der Hund von der Tochter. Ich bin hier wirklich eingebrochen. Krass, ich wusste gar nicht, dass du so ein Bad Girl bist. Tja, ich liebe es einfach zu schlafen und ein tolles Bett darf da natürlich nicht fehlen. Ey, Sandra, Schlappen im Wort, ja? Ich verrate dich nicht, wenn du mich nicht verrätst. Okay, einfach Schlampen. Ich glaube, ich muss dir dann aber da noch mal was zeigen. Krass, der Dirix ist tot! Psst, nicht so laut! Krass, der Dirix ist tot! Ich wollte das überhaupt nicht, der war einfach zu dumm zum Fangen. Sandra, ich schwöre dir, mit der Aktion wirst du der Held der Schule. Die Heldin der Schule, meinst du? Nö, ich finde, du siehst aus wie ein Junge, also Held. Ja, krasse Aktion, Mädchen, bist ja doch ganz in Ordnung. Ja, stolz bin ich nicht drauf, aber die Props nehme ich gerne an. Ja, also was nun? Der Dirix hat doch bestimmt diesen Alkohol am Start, oder? Lass Flatrate saufen! Naja, hier gibt's nicht wirklich was. Ich bin auch ziemlich müde, ich muss jetzt ins Bett gehen, ja? Morgen muss ich mir den ultimativen Plan überlegen. Sag mal, Sandra, hast du was dagegen, wenn ich heute Nacht auch hier penne? Wenn ich jetzt um die Uhrzeit nach Hause komme, verprügelt mich mein Vater. Und meine Mutter. Und mein Onkel. Und meine Oma. Und mein... Kein Ding! Das Bett ist groß genug! Nö, ich kann nicht lächeln. Gute Nacht, Lexa. Gute Nacht, Sandra. Du, Sandra? Ja? Tut mir leid, dass ich dich letzte Woche in die Schultoilette gestopft habe. Alles gut. Das Wasser war ja relativ sauber. Und tut mir auch leid, dass ich letztens deine Haare angezündet habe. Alles gut. Ich musste immer wieder zum Friseur. Und tut mir auch leid, dass ich dich letztens mit Absicht mit dem Auto überfahren habe. Seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Alles cool, Lexa. Und die Aktion mit dem Einschließen in der Bibliothek war auch nicht so ganz nice von mir. Ich hatte eine Woche Zeit, ein Buch zu lesen und hab's bis Seite 3 geschafft. Ich danke dir dafür. Und so ein bisschen beruhigt das auch, dass ich dein Zeugnis 3 Jahre lang gefälscht habe und du immer sitzen geblieben bist. So konnte ich länger bei Sascha sein. Mach dir keine Gedanken. Du, Sandra, du hast nicht viele Freunde, oder? Manchmal gehe ich abends mit einem Nudelsalat spazieren, damit ich den Eindruck erwecke, ich hätte Freunde und bin auf eine Party eingeladen. Naja, weißt du, Shiniko und Shanaynay sind schon cool, ne? Aber ob ich in der Not auf die zählen kann, ich weiß nicht. Lexa, weißt du, es gibt 2 Worte im Leben, die dir viele Türen öffnen werden. Ziehen und drücken. Da hast du wohl recht. Danke, Sandra. Gute Nacht. Gute Nacht, Lexa.
schön von Wasser geträumt, wie er mich richtig schön hat. Lexa? 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 Wo ist die Olle denn? Lexa! Nur mal gucken. Boah, ey! Okay, alles klar. Der Direktor ist weg und Lexa auch. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Okay, beruhig dich, Sandra. Atmen! Atmen! Okay, es geht, okay, also. Also, ich muss den Direktor finden und dann ist alles gut. Okay, also. Herr Direktor! I'm so sorry! Wo bist du? Tut mir leid! Guten Morgen, Sandra. Oh mein Gott! Tja, so wendet sich das Blatt. Haben Sie mal in den Spiegel geguckt, also? Keine Sorge, das werde ich machen, nachdem ich dich umgebracht habe. Ach so, verstehe. Oh, verstehe. Tja, Lexa ist heute Nacht gekommen, um mich zu befreien. Das werde ich ihr nie vergessen. Eigentlich ist Lexa hier eingebrochen wegen der Mutprobe, aber egal. Tja, das ist deine Version. Auf jeden Fall ist Lexa dir ziemlich in den Rücken gefallen. Nee, tut aber gar nicht weh, der Rücken irgendwie. Ach ja, ich hab ganz vergessen, wie dumm du doch bist. Um es mit Worten auszudrücken, die du auch verstehst, Lexa hat dich komplett verarscht. Naja, gucken Sie mal in den Spiegel, dann verstehen Sie, wer hier verarscht wurde von uns beiden. Halt's Maul und sprich dein letztes Gebet. Lieber Gott im Himmel, schick mir einen Pimmel. Sei ruhig, jetzt bist du dran. Wie, jetzt ehrlich? Sie wollen mich killen? Du bist mein absoluter Albtraum. Jetzt schaffe ich dich beiseite. Nein, bitte nicht. Ich warte noch auf einen Anruf von Sascha. Der will mich morgen anrufen. Danach können Sie mich killen. Auf Nimmerwiedersehen, Sandra! Nein, bitte nicht! Schönen guten Tag! Können wir es doch reinnehmen, Name? Vielleicht nehmen Sie erstmal die Eisenstange runter. Schön, dass Sie da sind, weil das Mädchen, das ist in mein Haus eingebrochen und ich... Nein! Erstmal machen wir gleich einen schönen Drogentest. So wie es aussieht, haben Sie ja eine ganz nette Nacht gehabt, was? Herr Polizist, Hauptkommissar. Herr Hauptkommissar, also dieses Mädchen ist hier nachts eingebrochen und dann ist ein anderes Mädchen gekommen und das hat mich befreit, weil das eine Mädchen hat mich ans Bett gefesselt. Und jetzt wollte ich die Sache mit ihr klären, also gut, dass Sie da sind. Indem Sie dem Kind einen Knüppel in die Fresse hauen, oder was? Nein, das mit dem Knüppel, ich wollte mich ja nur verteidigen, also... Verteidigen? Gucken Sie sich den Jungen doch mal an! Mädchen. Der kann doch niemandem was antun. Wenn Sie wüssten, Herr Hauptkommissar, dieses Mädchen hat's faustdick hinter den Ohren. Ja, dann fragen wir doch mal den Jungen, was der Direktor mit ihm gemacht hat. Also, erzähl mal. Der Direktor hat mich beklaut, bedroht und fast geschlagen. Ach nee. Das ist eine Lüge. Dann haben wir jetzt wohl Aussage gegen Aussage. Also, solange es keine Zeugen gibt, müsst ihr jetzt vorbei ins Gefängnis. Entschuldigung, ich bin ein Zeuge. Schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Hartmut Hahn, mein Name. 45 Jahre alt, mit den Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Ich habe alles genau gesehen. Der Hahn, der ist alt und verrückt. Der sollte schon lange geschlachtet werden. Hören Sie nicht auf ihn. Ach ja? Einmal die Woche bekomme ich was zu fressen von dir. Abgelaufenes Ziegenfutter, aber ich bin ein Hahn. Ein Hahn! Herr Hahn, was haben Sie denn gesehen? Der Junge hat recht. Der Direktor hat ihn beklaut, bedroht und fast geschlagen. Alles klar, das habe ich mir doch gedacht. Kollege, draußen steht mein Auto. Auf geht's zur Woche. Verdammte Scheiße. Nee. Ihr zwei, das werdet ihr noch bereuen. Ihr werdet von meinem Anwalt hören. Das sage ich meinem Anwalt, ist die erwachsene Form für das Pätzig meiner Mami. Oh. Ey, vielen Dank, ne? Kein Problem, ich wollte ihn doch auch loswerden. Der Typ hat keine Ahnung, wie man Hähne züchtet. Jetzt beginnt für mich ein neues Leben. Was für ein unglaubliches Erlebnis, oder? Geht's dir denn soweit gut? Ich hab mir in die Hose gekackt. Aber sonst ist alles gut. Ach, das riecht ja also so komisch. Kein Problem. Sag mal, hast du zufällig ein Ladekabel dabei? Klar, was brauchst du? Apple, Samsung? Samsung. Müsste in der Küche liegen. Der Direx hat's mir abgenommen. Hey Sascha, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Ja, ich habe ewig auf deinen Anruf Was wir in Mathe aufhaben? Seite 25, Turm 1 bis 4. Ja, tschüss. Was für ein Mann.
Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön an Familie Kilian. Wir durften hier das Schloss nutzen in Wesseburen. Wenn ihr hier mal schlafen möchtet in diesem Schloss, das könnt ihr gerne machen, dann klickt unten in die Videobeschreibung, da findet ihr die Seite, da könnt ihr hier euch einbuchen. Wir haben da auch schon mal drin gepennt, ist sehr, sehr gemütlich. Also nochmal vielen, vielen Dank an die beiden, dass wir hier drehen durften. Es lohnt sich auf jeden Fall, guckt da gerne mal rein. Dankeschön auch an Finn Gim, der mit das Licht gemacht hat und uns hier die Tage unterstützt hat. Auch ihn findet ihr unten in der Videobeschreibung, seinen Instagram-Account. Matze, danke. Und ja, ansonsten alles Gute und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Bis dann. Tschüss.